Schnauze. Rum. Aber die Bewegung muss man sehr schnell sein. Man muss auch schnell greifen. In dem Moment, wo ich jetzt hier hinten bin, der hält nicht still. Und alles, was ich nicht sehen kann, kann ich nicht berechnen. Alles, was ich nicht sehen kann, kann ich nicht abwehren. Ja? Also immer dieses ganz rum und wieder rum, das ist schon passiert. Jetzt kommt das nächste Spiel, der hat Füße, wie ihr auch. Da müsst ihr aufpassen, deswegen, auf der Straße kommt rein, der Arm, er ist nah genug hier. Versucht mal ganz einfach nur. Der Arm ist hoch, der Schlag kommt. Von der Beuge übers Handgelenk, nur von Fintisch. Geh ich hier rein. Und bumm, muss schnell gehen. Ja, jetzt kann ich hier reinrumpfen, ich kann den Arm. Egal. Nochmal, Straße, ne? Nicht Regel. Komm fester rein. Boah, ich schrei hier. Ne? Und jetzt setzt er nach. Auch hier. Komm rein. Hier, stopp, ich gehe schon rüber. Seht ihr meine Hand, wo sie ist? Der Schlag ist schon hier drin. Jetzt kann ich hier arbeiten. Hier ist die Ablenkung. Hier tue ich den Weh. Geh auf den Oberschenkel, geh nach unten. Hier, knack! Schon wieder durch. Egal wie ich die Hand habe. Ich kann es auch nach außen biegen. Bumm! Ich kann ihn hier brechen. Bumm! Ja? Auf der Straße gibt kein Falsch. Ja? Ja, hier. Jetzt habt ihr hab ich hier die Hand. Ne? Egal. Bumm! Weg. Den Finger. Aber trotzdem bleibt der Finger mir irgendwo auer. Ja? Also vorsichtig, nochmal. Schieben. Nein. Hier. Da bin ich direkt. Da kommt das Klingeln. Wenn wir hier reingehen, hier. Okay? Die Ablenkung, die ist wichtig. Ob ihr mit dem Handdruck mit dem Finger einfach ins Auge flitscht, ist ganz egal. Jeder von euch hat schon mal ein Staubkorn im Auge gehabt, ne? Da wisst ihr, wie ihr schon nachfühlt. Umso mehr schreibe, umso schlimmer, ne? Der kommt, der hat jetzt nur die Bewegung. Ja? Wenn ich schon hier bin drin, dann kommt, ne? Okay? Sollen wir mal versuchen? Okay? Gut. Ich habe gefragt, ja, aber wie packe ich den Finger und so? Nochmal. Wir sind nicht beim Kung Fu, wir sind nicht beim Karate, wir sind beim Street Fight. Street Fight ist das, was ich auf der Straße gepackt kriege, Boden kriege, daraus muss ich die beste Lage machen. Ja? Es klappt nicht immer alles raus. Mensch, ich muss den jetzt so oder so. Das geht nicht. Klappt nicht. Wer sich draußen noch nie geschlagen hat und ihn auseinandersetzt hat, kann sich nicht da reinsetzen. Ja? Kampf, Kung und Straße, Welten. Okay? Jetzt hat er eben mal was anderes gemacht, einfach nur auf die Schubse. Ja? Jetzt kommt er mal rein, 1, 2, 2 gerade. Ja, der kann boxen, Hobbyboxer. Egal. Jetzt kommt er rein. Er kommt jetzt auf mich zu, man schiebt nochmal 1, 2. Ja, er kommt auf mich zu. Ihr seht, was passiert, wenn ich zu weit weg bin. Dann nützen mir auch die Beine nichts. Ja, viele denken, ey, dann kriege ich den um. Aber wenn ich zu viel Distanz wieder habe, so, vielleicht bin ich jetzt irgendwo ziemlich eng beim Blumenkübel und schon liege ich da. Ja? So, jetzt kommt er von mir das 1, 2. Jetzt auch hier, wenn ich jetzt hier rüber gehe, dann bin ich noch auf dem Tischler, der zieht ihn wieder weg, ich kann ihn nicht halten, kommt, wenn ich zu nah bin, kommt er auch wieder reingehämmert. So, jetzt muss ich gucken, wenn er nah da ist, dann ja, kommt rein, dort, hier, da ist sofort in den Fokus rein, solange ich auch nah bin, vorne. Nicht in den Kranken suchen, das. Ihr seid nicht auf dem Ring, wegen Punkt oder was, und geht draußen rein, ne? Das habe ich früher auch. Das ist die Straße. Ja? Dann hier steht, der kommt hier, 1, 2, BUM! Ich gehe rein, da ist er jetzt unten. Jetzt hole ich von mir ein Ellbogen hier drauf, es passiert, BUM! Das war's. Kurz. Nicht warten, bis die Distanz sich aufbaut. Dann habt ihr verloren. Normal. Nicht vergessen, draußen habt ihr Schuhe an. Handschuhe oder Tiefschutz. Hier geht's jetzt, ich gehe abends zum Auto und da kommt schon keiner abweichen. Ja, wenn wir ganz langsam hier, 1, 2, jetzt gehe ich rein, tu ihm weh, ihr seht, was passiert. Von der Bewegung her, Ellbogen auf Ellbogen, BOOM! Ja, und jetzt kann ich, ne? Ich empfehle immer aufs Bein. Kopf treten, Wirbelsäule, kann er sehr schwer verletzen. Rein, mal wieder, der läuft auch schon hinterher. Von oben kick, BOOM! Ist durch, ja? Nochmal. Wartet nicht, dass der Abstand auch zu weit ist. Nicht das machen. Jetzt. Ist zu weit. Keine Energie mehr. Nochmal, da kommt. Rein! Runter! Boom! Solange er noch nah genug ist.
Er ist nah genug, bei Schnee zu tun. Also, da hat ja auch nah genug dran. So, Sven fragt, auch von hier hinein. Die Hände sind da oben, der Schlag kommt. Ich kann nicht mehr so da ein bisschen gehen, ich kann nicht mehr. Aber wieder, er ist nah dran. Da hinten, ich kann nicht dran. Ich bin müde von meiner Seite. Ja, also nicht immer denken, man müsste immer hier drauf rumhauen, da hin und so. Falsch. Er ist da. Ja? Schlag kommt vielleicht. Ich kann vom geparkt. Ende hier. Ablenkung. Er hat sich jetzt selber gefangen. Geht das? Da war jetzt ein Tisch, an die anderen.